Auch zum Männerrennen ist es trocken geblieben in Püttlingen. Auch dieses Rennen top besetzt. Dreimal Deutschland plus 5 Athleten aus 5 Nationen. Die Startaufstellung ergibt sich aus der Qualifikation. Die hatte Simon Schemp gewonnen, somit auf der Pole Position unten rechts. Dann Andreas Birnbacher, dahinter gestaffelt die übrigen 6 Athleten. Dieser Wettkampf hier in Püttlingen, klar, Chefsache Uwe Müßiggang am Glas beobachtete die Schießanlagen. Dann geht's los. Und wie immer, wenn der Startschuss in Püttlingen gefallen ist, heißt es Vollgas geben, Wettkampfmodus einschalten. Da will jeder auch dieses Rennen gewinnen. Das ist keine Kirmesveranstaltung, sondern das ist ein Test aus dem Wettkampf heraus, sich zu messen mit Top-Athleten. 7 Runden sind zu absolvieren nach 1,6 Kilometer. 6-mal wird geschossen, 3-mal liegend und 3-mal stehend. Wir springen in die 3. Runde. Christoph Sumann vorneweg, Andreas Birnbacher hier am Ende dieser Gruppe von 5 Athleten. Gut gesäumt, die Strecke, liegender Anschlag, dieses dritte Schießen. Christoph Sumann, Frederik Lindström, Andreas Birnbacher, Ivan Cheresow, der Russe. Hinten kommt Arndt Peiffer und auch Simon Schemp. Christoph Sumann mit einem Nachlader, Cheresow, 5 Schuss, 5 Treffer, makellos der Russe. Andreas Birnbacher braucht 2 Nachlader, Cheresow geht in Führung, dahinter 4,4 Sekunden sind es nur der Österreicher Christoph Sumann, der viel Pech hatte in der Qualifikation, und wir schauen auf Andreas Birnbacher. Ein Nachlader bleibt noch, Frederik Lindström, der Schwede, hat es geschafft. Und jetzt auch Andreas Birnbacher. Arndt Peiffer braucht 2 Nachlader, Simon Schemp nur einen. Alexander Uus, der Linksschütze aus Norwegen, der eingesprungen ist für Martin Fourcade, den Franzosen, haben wir kurz auf Bahn 8 gesehen. Und rüber in die 5. Runde, also Ivan Cheresow, der Russe, vorneweg vor Christoph Sumann. Der Russe, der sich ja langsam zurückkämpft nach schwerer Verletzung im vergangenen Jahr, nur wenige Rennen im russischen Team absolviert, aber hier präsentiert er sich richtig gut, vor allen Dingen am Schießstand. Die beiden kommen zurück in die Arena, wo gut 2000 Zuschauer auf der Tribüne hautnah dabei sein können, wesentlich näher als in den Stadien, den Biathlonstadien im Winter. 5. Schießen also. Christoph Sumann, der Österreicher, nach einer völlig verkorksten Saison, hat er noch eine dran gehängt, will unbedingt nach Sochi. Cheresow, unglaubliche Serien, die er hier abliefert. Wieder 5 Schuss, 5 Treffer, schnell absolviert. Auch Christoph Sumann macht sie nach. Die beiden bleiben also vorne, haben sich absetzen können vom Rest des Feldes. Und das sind die ersten Verfolger mit Arndt Peiffer und Tim Burke, dem US-Amerikaner, dem Freund von Andrea Henkel. So, da hinten dran jetzt Andreas Birnbacher eingekommen, Simon Schemp ist da. Ja, versuchen etwas schneller zu schießen, riskieren etwas mehr. Aber vorne die beiden sind unterwegs, halbe Minute schon weg. Arndt Peiffer und Andreas Birnbacher, das sind die beiden, die zuerst hier rausgehen. Und in der 6. Runde also Cheresow vor Sumann. Arndt Peiffer auf 3 und Andreas Birnbacher an 4. Position. Tim Burke, 5. Gerald Hönig hier und Rico Groß, die beiden Bundestrainer der Frauen. Und dann haben wir das abschließende Schießen, also zum 6. Mal, ungewöhnlich ja für die Biathleten. Im Winter wird 4-mal geschossen, also ein sehr, sehr gutes Training mitten im Vorbereitungsprozess auf die olympische Saison.
Cheressow schießt schnell, aber die letzte Scheibe mag nicht fallen. Christoph Sumann, guter Rhythmus, alles getroffen. Der 37-jährige Österreicher, unglaublich. Und jetzt auch Ivan Cheressow mit nur einem Nachlader dicht hinten dran. Hat Christoph Sumann die Laufform, das zu halten? Diesen knappen Abstand, 4,6 Sekunden sind es nur, während am Schießstand, hier haben wir die beiden, Arndt Peiffer und Andreas Birnbacher, um Platz 3 kämpfen mit Timothy Burke. Hohe Belastung, das ist nicht wirklich hier ein lockeres Rennen. So, Andreas Birnbacher unter Zugzwang. Drei Nachlader gibt es ja nur, die braucht er alle drei. Sonst muss er in die Penalty-Box. Hier gibt es keine Strafrunde, sondern 10 Sekunden verharren. Arndt Peiffer geht als erster raus. An Position 3, dann Andreas Birnbacher auf 4. Und Simon Schemp, kann er sich vorbei schleichen an Tim Burke? Ja, sehr gut. Gemeinsam mit Frederik Lindström auf der Position 5 Simon Schemp. Und dann der Schwede auf 6, Frederik Lindström. Letzte Runde. Noch ist Christoph Sumann vorne, aber Sie sehen's. Ivan Cheressow hat schon aufgeholt, hat die Lücke schließen können, hat sich herangesaugt, wie die Biathleten sagen. Der 32-Jährige im Kampf gegen den 37-Jährigen und dann geht er vorbei. Ivan Cheressow. Insgesamt hat er schon 7 Weltcuprennen gewinnen können, setzt sich jetzt an die Spitze. Und da haben wir die Ränge 3 und 4 besetzt von Arndt Peiffer und Andreas Birnbacher. Hinten kommt Frederik Lindström, der Simon Schemp überholen konnte. Kräftige Schübe, Andreas Birnbacher zeigt sich gut erholt von seinem Bänderriss, den er im Juni erlitten hat, fühlt sich gut in Form. Alles im grünen Bereich, sagt er. Ich habe nicht viel Kondition verloren. Grundlagen sind geschaffen und das ist das Duell um den Sieg hier. Eine Kurve noch und dann geht's rein in die Arena. Kann Christoph Sumann, da ist die Attacke. Mächtig legt er sich da ins Zeug, kommt neben den Russen. Ja, der geht natürlich ein Stück weiter raus, treibt den Österreicher da nach außen und am Ende eine Radlänge vielleicht. 0,1 Sekunden nach 7 Laufrunden und 6-mal Schießen. Unglaublich. Diese knappe Entscheidung. Tolles Duell dieser beiden. Ivan Cheressow, der glückliche Sieger hier vor Christoph Sumann. Ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Dann also Andreas Birnbacher, der sich vorbeigemacht hat am Arndt Peiffer. Schnappt sich hier den Podestplatz. Lässt das gar nicht mehr anbrennen. Der kurze Blick über die Schulter. Und dann der Dank ans Publikum, die hier richtig gut Stimmung gemacht haben bei der 9. Auflage in Püttlingen. Also die Plätze 3 und 4 für die deutsche Mannschaft. Schauen wir nochmal hin. Cheressow vor Sumann, dann Birnbacher und Peiffer. Simon Schemp am Ende 6. Und Alexander Uus aus Norwegen hier als Letzter. Mit 8 Nachladern, 3 Minuten nach dem schnellen Russen eingekommen. Ja, die Glückwunsch zum 3. Platz. Wie lief es denn auf den Skirollern hier ganz ohne Schnee? Ja, das haben wir ja gewohnt. Wir trainieren ja eigentlich das komplette Jahr auf die Skiroller und von dem her ist das für uns kein Problem und macht wahnsinnig Spaß hier zu laufen hinter der Kulisse. Warum macht das so viel Spaß hier in Püttlingen? Ja, einfach das Publikum und es ist ein super Wettkampfmodus. Also mit den 6-mal Schießen ist schon was Besonderes, auch in Richtung Winter. Super Training, finde ich. Und ja, wie gesagt, das macht wahnsinnig Spaß für uns. Im Winter sind es oft die ganz jungen Athleten, die für Furore sorgen. Hier in Püttlingen bei der 9. Auflage waren es die älteren Herren mit Christoph Sumann und Ivan Cheressow.